Aha. Worauf wollt ihr hinaus? Es wird bitterkalt im Winter. Nun, ich glaube, worauf Irma hinaus will, ist, es gibt die Thulamidenhitze und es gibt die Chromhitze. Das ist zu hoch für den Mann. Lass das bitte. Gott, ich krieg schon wieder. Welche Gibt, wenn du ganz nah am Feuer stehst oder wenn du da hinten in dem Raum stehst? Welche Fälle und wie viele, Junge? Welche was? Welche Fälle und wie viele Fälle? Genau. Aber die Frage kann man nur stellen, wenn man weiß, wie kalt es ist. Und das weiß man am besten, wenn man Leute fragt, die da schon mal waren. Gut, dann entscheiden wir uns erstmal am besten für die meisten Informationen, die wir rauskriegen aus dem entsprechenden Faden, die es gibt. Und dann aus den Informationen daraus, wie kalt es auf den entsprechenden Faden ist, damit wir wissen, wie die wir uns einkleiden müssen. Vor allem auch nachts. Okay, also, die Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, sind: Welche Route nehmen wir nach Yolgumak? Gibt es noch andere Zwerge und wie sind die Begrü Zwerge da, inklusive Begrüßung? Dann generelle Begrüßungen und Verabschiedungen. Dann Reiseroute und Infos über alle Reisewege. Dann die statischen Gefahren, also Gefahren, die immer da sind. Dann Zollhäuser, Papiere, Währung. Oh, Gefahren habe ich zweimal aufgeschrieben. Wie viele Drachen gibt es? In den Drachenstein gibt es ein. Oh, das ist meine persönliche Notiz, Entschuldigung. Essen in den schwarzen Landen, genießbar, vergiften Vergiften die die Wörter Wörter ein. ein. Und wie kalt wird es, welche Fälle und wie viele? Was für Kleidung sollte man tragen? Das sind alle Fragen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Irgendwelche Ergänzungen noch? Wie kann man Paktierer erkennen, wenn man sie nicht offensichtlich Genau, sind? genau. Welche Dinge darf man vielleicht nach Yolgomak nicht einführen? Nachher haben wir irgendetwas dabei, was vielleicht für uns total unwichtig ist, aber woraus die total den Terz machen. Was für Gegenstände? Würde allerdings das verallgemeinern, wenn wir über Wahrung fahren. Was für Gegenstände darf man in den Schwarzen Landen nicht besitzen? Ja, und vielleicht auch in Yolgomak auch nochmal speziell nachgefragt. Also, ne? Ja. Weil vielleicht darf man keine Göttersymbole bei sich tragen und so. Dann werde ich, glaube ich, den Ring auch hier lassen. Ich weiß nicht, wie die da ticken. Wir sollten auch auf jeden Fall fragen, was mit den Magiern da ist, wie man die erkennt. Da sehen die hier genauso aus wie unsere. Wir sehen meistens genauso aus. Es ist nicht so, als müssten sie sich verstecken. Es waren ehemals Gildenmagier. Sie sind nur zum Feind übergelaufen. Ich glaube, ich werde die Frage trotzdem stellen. Nicht, dass sie nachher alle wie nur das normale Fu Volk rumläuft. Und dann werden wir irgendwann mal von einem pervertierten Ignifaxius getroffen. War das dann Das alles? stimmt. Weiß ich nicht. Hat Werden noch wir uns jemand werden, Fragen? werden wahrscheinlich noch immer wieder Fragen einfallen, die wir dann bereuen werden, nicht gefragt zu haben. Davon ist auszugehen. Nun, vieles werden Folgefragen sein, die auf die Antworten ankommen. Können ja einmal grob die Reisen durchgehen. Also wir fangen hier an. Wir gehen davon aus, dass es in Toprien ja kalt ist, zumindest in Lordialan. Ich habe ja, die Vermutung, dass es in Yolgumak wahrscheinlich sehr warm sein wird. Denn heißt der Vater des Feuers heißt nicht umsonst so. Das heißt, wir sollten vielleicht auch eine Ersatzkleidung für kalte, für warme Tage mitnehmen. Notfalls bekommen wir doch bestimmt ein einfaches Leinenhemd oder eine einfache Leinenhose oder für die Leute, die besser betucht sind, Seide oder was auch immer, dort nachgekauft schnell. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass die Leute da ohne Kleidung rumrennen. Das stimmt. Mir fällt jetzt speziell auch keine Frage ein, die sich mir noch aufdrängt. Gut, dann stellen Sie doch den Gauklern. Wir werden sehen, was dabei herauskommt und können dann weiter planen. Alles klar. Dann werde ich jetzt erst einmal diesen Mann suchen. Und Ragnar steht auf und verschwindet. Das hätte es ihm nie gegeben. Damit gehst du nur ein paar Meter, sind es tatsächlich ungefähr 200 Schritt, und dann stehst du schon an der Tempelhöhe.
dem Raya-Tempel der Stadt Gareth. Auch zu dieser Jahreszeit kannst du noch einige Blumen erkennen, die hier gepflegt werden und sich unter dem Schnee etwas verstecken. Einige Krämer, die hier mit Erlaubnis des Tempels Sachen verkaufen, sowas wie Konfekt, Wein oder Blumen. Du kannst erkennen, dass hier, ja, im Gegensatz zu den anderen Tagen, wo du hier noch warst, jetzt ein paar Gaukler hier sitzen und, ja, sie jonglieren, balancieren auf einem Seil, was sie zwischen zwei Bäumen gespannt haben. Du kannst auch noch erkennen, wie einer wohl gerade mit ein paar alchemistischen Pulvern ein bisschen Feuerspucken übt und einer von ihnen fährt wohl im Inneren eines Rades, was auf dem Boden hin und her rollt und hat da wohl besonders viel Spaß mit zwei seinen Freunden, die Tempelhöhe hochzufahren, sich hochfahren zu lassen und dann wieder runterzufahren. Hier also üben für einige Vorführungen, die da vielleicht kommen werden. Ja, ich würde mich ganz gerne, bevor ich zu denen gehe, noch einmal verkleiden. Heißt, ich würde einfach, ja, gute Frage, wie verkleide ich mich jetzt? Ich habe leider meine Verkleidungssets nicht dabei. Ich könnte mich als Grande mit einer Ingere-Maske auskleben, aber ich glaube, das wäre doch sehr auffällig. Du könntest dir dein Kanu auf den Kopf setzen, dafür hast du es schließlich. Ja. Tragen die denn selber irgendwelche Masken? Oder? Masken nicht, aber sie sind sehr bunt bemalt. Oder was heißt bunt? Sie wirken schon ein bisschen gruselig auf dich. Wie bösartige Clowns, möchtest du meinen. Allesamt weiß gepuderte Gesichter und merkwürdige Symbole im Gesicht. Teilweise rote Karos, blaue Sterne oder ja einfach nur rote Wangen, die umso unheimlicher aussehen, da sie eben mit ihren weißen Gesichtern und auch schwarz ausgemalte Augen da doch sehr gruselig aussehen. Ganz zu dem Spaß, den sie verbreiten, mit deiner Menschenkenntnis. Das sind wohl sehr fröhliche Gesellen, aber sehen gar nicht so sehr aus. Und da kannst du dir schon vorstellen, dass die den einen oder anderen Garreter dann mal verschrecken. Ja. Ach, was soll's, ich habe keine andere Verkleidung. Ich setze die Ingere-Maske auf und würde mich dann da einfach irgendwo in den Schatten dahinstellen, dass ich die Leute, die da reden, miteinander verstehen kann und gucke, ob da mal irgendwelche Namen fallen, wie zum Beispiel Lasterbug, der Lästerliche, also halt irgendwie auch von mir aus die Kurzform Lasterbug oder vielleicht auch irgendwelche Kosenamen wie Lasti oder was weiß ich. Du wirst eine ganze Menge Namen mitbekommen, die da genannt werden. Unter anderem wohl Alea, der Bescheidene, der gerade einen Baum hochklettert und das Seil besonders hoch spannt, damit, wenn er fällt, das eben besonders wehtut. Derjenige, der wohl gerade mit dem alchemistischen Pulver herumspeit und da Feuer dann verbreitet, wird auch die Fackel genannt. Meister Flux wird hier genannt, Thoron, Trommelfeuer, Domino, der Filigrane, Falk, Irmenfried von Hasen, Mümmelstein, also auch irgendwelche Fantasienamen, die hier sich ausgedacht werden von ja vielleicht irgendwelchen adligen Häusern, die es allerdings gar nicht gibt. Jean Méchant, wahrscheinlich aus dem Horasiat, der Tambour, was auch immer ein Tambour ist. Verschiedene Instrumente, die hier gespielt werden, dann auch, also von bis hier ist so viel los und das sehr nah am Raya-Tempel, dass es dir eine Freude ist. Also die sehen zwar gruselig aus, aber die machen schon Scherze, die sind richtig gut drauf. Aber die Leute, die da dran vorbeilaufen, außer die paar, die da irgendwie durch diese Gesichtsfarben verschreckt sind, die haben auch richtig gute Laune, wenn sie das sehen, oder wie? Kommt eben drauf an. Jetzt gerade die Besucher vom Raya-Tempel schütteln vielleicht so ein bisschen empört den Kopf, murmelt wohl irgendwas von Geistermusik. Aber gerade jetzt auch diejenigen, die dann durch diese, ja, offenes Geheimnis, nennen wir es einfach mal, die dann aus Mylas Grund kommen oder von Ashenrod, die dann irgendwo plötzlich durch die Kanalisation bei Tempelhöhe stehen, gerade für die ist das dann noch was. Auch Kinder bei, die sich das angucken, oder ist das nichts für Kinder? Ja, doch, klar, Kinder wirst du da auch finden, so ein paar Racker, die Achtjährigen werden dann vielleicht gerade weggeholt von irgendwelchen Eltern, die dann entsetzt herbeilaufen, und die etwas Älteren, vor allem auch die Gassenkinder, da wirst du eine Menge finden, die da eben auch zuhören und vielleicht auch selber mal sich herantrauen, auf so einem Pfeifenbalg versuchen, so reinzublasen, ganz, ganz viele verschiedene
Röhrchen, die da abstehen und seltsame Geräusche, die dann da klingen. So, ja gut, vielleicht so Geschichten aus dem Windhag, die da in Erinnerung kommen von irgendwelchen Leuten, die nur Röcke tragen und darunter gar nichts trommeln. Ja, bisschen Chalmai, was da getrieben wird. Auch so einige Kinder werden dann mit Farbe angemalt. Also die haben, eigentlich haben die richtig gut Laune. Alles klar. Ich würde mal versuchen, da quasi hinter diesen Häusern so nah wie möglich zu Lasterbuck, dem Lästerlichen, zu schleichen. Ohne, dass ich da von den anderen Truppe bemerkt werde. Ja, das ist natürlich gerade schwerlich möglich. Also du müsstest dann eben über so eine kleine Straße kurz einmal über den Zaun vom Raya-Tempel, damit du dann im Inneren dieses Parks stehst, müsstest du dann einmal eine Kletternprobe, um über den Zaun rüber zu springen. Und das erschwere ich dir einmal kurz um 5 Punkte. Nicht, weil es unbedingt schwer wäre, aber weil du es heimlich machen willst. Und dann natürlich nochmal eine Sich-Verstecken-Probe, auch nochmal plus 5. Kann ich schleichen als Hilfstalent, wenn ich da leise versuche, rüber zu klettern zu nutzen? Nee. Schleichen, das ist egal, weil hier ist sowieso gerade alles laut. Alles klar. Dann versuche ich einfach mal hier. Ja, welche Überraschung. Ja, obwohl, ich habe mein Kettenhemd nicht mehr an. Warte, ich habe mein Kettenhemd nicht mehr an. Reicht das? Zusätzlich notwendige Modifikator minus 4. Ich habe eine Behinderung von 4. Theoretisch hätte ich dann einen Punkt über. Na gut, dann bleibst du gerade nicht hängen. Du hast es aber nicht gesagt, ne? Dass ich mein Kettenhemd nicht mehr anhab? Ich dachte, das wäre logisch. Also ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich mein Kettenhemd nicht im Kampf anziehe und dann explizit einmal gesagt... Okay, gut. Gut. Dann bleibst du kurz hängen, hast kurz... kurzer Schockmoment und dann reißt dir ein Stück von deinem Untergezeug auf, aber das ist kein Problem. Du bist immer noch leise und immer noch unbemerkt. Dann kommt Ängste die Sich-Versteckprobe. Ängste zumindest nicht aufgespießt. Dann kommt die Sich-Versteckprobe. Und husch dich hinter einen der Bäume. Über dir kannst du jetzt noch den Anführer Alea der Bescheidene hören, wie er da wohl gerade sehr großspurig herumtönt und wohl gerade mit Luzi das L spricht, der da ihm gerade wohl irgendwelche Bälle nach oben wirft. 1, 2, 3, 5 Bälle. Und jetzt fängt er da oben an zu jonglieren und verhöhnt gerade wohl Luzi. Müsste eigentlich ein Frauenname sein, aber der Typ sieht doch sehr männlich aus. Ja, zweiter Baum, dritter Baum und dann stehst du neben Lasterbalk, dem Lästerlichen. Ist ein, ja, eigentlich glatzköpfiger, sieht so ein bisschen tulambidisch aus. Irgendwie was aus dem Südmeer, hat aber an sich eine Perücke aufgezogen, eine ziemlich langhaarige, die auch weiß ist, weiße Haare. Sieht ziemlich gut aus und hat so eine kleine, raue Stimme, mit der er wohl gerade so ein bisschen singt, während er seine Trommel spielt. Aber ich halte mich hier schon für versteckt, ja? Du siehst also versteckt aus, ja, solange du da bleibst. Beobachten den, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, den guten, Lasterball gerade irgendwelche Leute? Nö, also nicht mehr als auch die anderen. Also wenn du da stehst und dann hinter deinem Baum flüsterst oder leise sprichst, dann wird er das wohl vielleicht hören. Dann würde ich ihm jetzt flüstern, unser gemeinsamer Freund schickt mich. Treff mich heute in der Taverne Herberge der gütigen Travia. Wer auch immer unser gemeinsamer Freund ist, aber ja, ich werde da sein. Wunderbar. Ja, und mit den Worten würde ich dann wieder versuchen, davon zu huschen, ohne dass mich irgendjemand bemerkt. Sei gestattet. Wunderbar. Würde danach gerne zu all meinen Healer-Kontakten gehen, die sich irgendwie so mit Perücken und so einem ganzen Scheiß auskennen. Und mir dann quasi ein komplettes Make-up und komplett Perücke und alles neu modeln, was man bei Ragnar so neu modeln kann. Ja, du wirst da sicherlich deine Kontakte haben und kannst dann dir alles besorgen, was du brauchst. Streich dir mal 5 Silber. Alles klar. Also ich bin danach aber auch überzeugt, dass ich so aussehe, dass der Typ mich nicht als Ragnar-Helden und Ugilson, ich habe ja inzwischen schon einen gewissen Ruf wie ein Garret, nicht erkennen könnte. Sich verkleiden. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie gut ich im Sich verkleiden bin. Ich Gesellschaft. Eine Sinnschärfeprobe gegen Würfel. 12 Punkte über. Ja. Er hat seine Sinnschärfeprobe gewürfelt. Ja. Ja.
kannst du dir dann überlegen, ob das hilft oder nicht. Zumindest hast du deine Ausrüstung. Also ich denke mal mit 12 Punkten. Obwohl, ich habe Glück. Ich würfel einfach nochmal Glück. Aber ich habe kein Glück. Ja, was machen die anderen in der Zeit? Irgendwie was ihr den Tag über machen wollt oder nur einkaufen? Ja, mal ganz kurz, Abelmir, vielleicht solltet ihr dieses Zayat lernen, falls wir nochmal auf solche Kugeln stoßen dort drüben. Denn da haben wir bestimmt keinen Sinnetempel, der uns hilft. Das ist eine gute Idee. Ich werde nämlich einmal bei beiden Akademien erkundigen, beziehungsweise auch im Sinnetempel. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Danke. Ja. Immer zieht es auch nochmal los. Ja, ich habe schon gesehen, ganz du möchtest 3 Heiltränke haben. Und 2 Pastillen gegen Erschöpfung, wenn es möglich ist. Aber ja. Immer will sich erstmal umhören, wie das jetzt hier aussieht. So, ob es hier Alchemiker zu kaufen gibt, unter welchen Bedingungen. Und diese ganzen Bedingungen, so wie wir sozusagen mit Gassenwissen sozusagen auch über Straßen abfragen, also über Leute abfragen, die auf den Straßen eher sind. Vielleicht auch eher etwas einfachere Leute. Ja. Denn vielleicht dürfen nur Adlige und welche Alchemiker kaufen in so einer Stadt. Wer weiß. Dann gibt man mal eine Gassenwissenprobe. Dann geht das immer ganz vorsichtig an. Wer weiß, ob ich hier irgendwie vielleicht sogar sind das sogar illegale Dinge hier in dieser Stadt, die man nicht kaufen darf oder so. Ömer ist da erstmal sehr vorsichtig. Ich denke mal, Ortseinschätzung wird nicht helfen dabei bei der. Nee, genau. Muss ja nicht unspezifisch sein. Dann wird dir relativ schnell klar gemacht, ja, du kannst hier auch Dinge kaufen innerhalb der Stadt. Wird dir aber sehr von abgeraten. Geh doch einfach nach Meilersgrund, leicht südlich, Zirkel der freien Wissenschaften. Die haben auch eine eigene Alchemiestube und da bekommst du unter der Hand, wenn du beim Richtigen fragst, bekommst du da alles. Ja, dann wird natürlich immer sozusagen wieder durch das geheime Schlupfloch die Innenstadt von Gareth verlassen und sich dann in der Nähe von der Herberge der gütigen Travia sich umhören, vielleicht auch mal in der Herberge, da hat man ja schließlich schon mal einquartiert, da kann man mit einem Wirt fragen und so, nach genau diesen alchemistischen Freibundring. Ja, ich gebe ihn einfach mal frei. Wird ein neuer Teil entdeckt. Und dann wirst du... Ist das schon aufgedeckt? Ja, ne? Hier. Ja. Ja, dann kannst du auch dann, die 2 Sachen einkaufen. Ja, alles klar. Wenn du noch irgendwas haben möchtest, auch das würdest du da höchstwahrscheinlich bekommen. Legst du mir noch Preismodulator, ob ich da mehr zahlen muss, weniger zahlen muss, wie auch immer? Nö, ganz normal Listenpreis. Okay. Iolaus. Nun, ich denke, ich möchte auch gerne Alchemiker kaufen, wenn ich schon jetzt wieder ein bisschen Geld habe. Ja. Also 2 Notfallheiltränke könnten drin sein für den Arztkoffer. Nicht gut. Und Qualität welches? C oder? Ja. C hört sich gut an. Ja, ist das egal. So viel Geld habe ich noch wieder nicht. Zaubertrank? Pff, kein Geld. Was war nochmal das Alchemiker, womit man besser regeneriert? Schlaftrunk. Gut, dann hast du auch da deine Preise wahrscheinlich innerhalb der Stadt machen. Da gehen wir mal Listenpreis plus 10%. Oder du würfelst mir auch eine Gassenwissenprobe. Wenn du 5-stellig überhast, dann wird auch dir der Zirkel. Würde ich gar nicht probieren. Ich würde einfach probieren im Hesinde-Tempel. Der hat da bestimmt ein angeschlossenes Laboratorium. Ja, wie gesagt, also du bekommst sie da, aber da dann plus 10%. Okay. Als Spende dann, ne? Spende in der Sinnetempel, aber auch da bekommst du deine Sachen. Gut. Aber du kannst natürlich auch einkaufen. Ich würde mir einen Schlaftrunk besorgen. 5 Portionen schwarzer Mohn und einen Heiltrank Stufe C. Möchtest du Iolaos noch irgendwas leihen von deinem Ersparten? Kein Problem. Dann klärt das unter euch, wie ihr mit Schuld verbleibt, falls ihr Iolaos das noch annehmen möchte. Schulden, ihren Schulden. Vielleicht noch alte Wettschulden aus Punin noch oder sowas. Torgosch, möchtest du noch irgendwas tun? Irgendwas kaufen? Ingrim-Tempel oder sowas? Ich möchte noch eine ganze Menge so Kleinkrams kaufen. Ich möchte mir noch ein Zelt kaufen. Ich möchte noch einen Wintermantel für Igna kaufen. Mhm. Also nichts Dramatisches, nur so Krimskrams im Grunde. Gut, bei den Winterkleidungen, wenn wir da später nochmal drauf eingehen, muss ich wissen, welche Kälterüstungsschutz ihr haben wollt. Denn der geht 1:1 auf eure Behinderung. Welcher Kälterüstungsschutz hat denn dieses Komplettset, das man im Meister schon bekommt? Du kannst einen Kälterüstungsschutz von 1, 2 bis 7 kaufen. Wenn du ist vom Preis ja egal, oder wie? Es geht um die Behinderung. Du kannst das auch selbst bearbeiten. Ich habe das ja damals auch gemacht.
Ja, es geht nur darum, ich bin da nicht limitiert. Ich kann auch sagen 7 und krieg dann 7 Punkte Behinderung und bin fertig. Genau. Wenn du das einen nivesischen Anorak haben möchtest, den wirst du auch hier bekommen. In Jahre bekommt man alles, natürlich den Aufpreis, aber wenn du einen Kälterüstungsschutz von 7 abdecken möchtest, dann kriegst du den. Geht mir nur darum, welche Behinderung ihr haben wollt, weil, wie gesagt, 1 zu 1. Gut. Torgoschkopf, Kleinkram. Ja, dann? Ich brauche zum anderen ein paar Alchemiker. Was bezahle ich denn, wenn ich die bei der örtlichen Akademie anwerben möchte? Bei der Akademie? Ja. 20%. Wenn man Magier-Dinge braucht, geht man zur Magier-Akademie. Ja, plus 20%. Gut. Die sind arm. Richtig. Preis für Qualität E war doppelt, richtig? C ist Standard, plus 50 ist D, plus 50 gleich 100% wäre dann E, also den Standard-Listenpreis mal 2. Gut, dann hätte ich gerne einen Notheiltrank auf Quali E in einer Metallflasche. Ich weiß nicht, ob du mir davon noch was berechnen willst. Ich glaube, die kostet 6 Silber oder so. Ja, dann mach halt 6 Silber zusätzlich drauf und nochmal plus 20%, das habe ich ja gesagt, weil du an der Akademie kommst. Aber damit ist eben die Qualität auch geprüft. Okay, dann können wir zu Ragnar springen oder habe ich ihn vergessen? Ragnar würde auch, wenn noch Zeit ist, zum Zirkel der freien Wissenschaften gehen. Dann seid ihr es gestattet. Wunderbar. Ich würde mir nämlich auch noch 5 Heiltränke kaufen. Der Qualität C war das Standardpreis? C, 10 Dukaten, ja. Genau. 2 plus 4 heilen die dann, das ist ganz gut. Und ich würde gerne nochmal 5 Schwanenbeutel kaufen. Also quasi 5 Heiltränke, 5 Schwanenbeutel für 60 Dukaten insgesamt. Gut, okay. Vor dem Gebäude kann sowohl Ömer erkennen als auch Ragnar steht jemand, halb ausgefallene Zähne, schwarzes Fleisch im Mund. Und nur noch Stumpen und hat so eine kleine Glocke, die er dann schwenkt, als ihr dann vorbei wollt. Versperrt euch auch leicht ein bisschen den Weg. Sünde! Klingelt mit der Glocke. Sünde! Geht nicht hinein! Sünde! Aber ist nur ein kleiner, abhalten, wo hineinzugehen? In den Zirkel der freien Wissenschaften. Ist aber auch nur ein Sonderling, das könnt ihr mit eurer Menschenkenntnis erkennen. Man wird ja mal fragen, warum nicht? Warum soll man da nicht reingehen? Immer ist ja neugierig. Schwarze Magie! Schwarze, böse Magie, Sünde. Gibt es da noch etwas genauer oder ist es das dabei? Er läutet dir mit seiner Glocke ins Ohr. Sünde! Ja, dann schlage ich die Glocke weg. Dann schlage ich die Glocke weg, dass die Glocke vielleicht wegfliegt, aber er nicht verletzt wird dadurch. Gut. Ja, Sünde, Sünde, später. Ja, gehe ich trotzdem einkaufen. Ja, dann... Wenn ihr euch gemeinsam noch irgendwo treffen wollt, dann tut das. Ansonsten springen wir zu Ragnar in Verkleidung. Ich möchte dann auf Ragnar hinterher warten, weil ich muss ihn bitten, mich nach Mailandskopf zu führen. Ich glaube, du wirst ihn gar nicht mehr treffen, den Ragnar. Der ist doch nie für dich sichtbar, oder? Oder wo triffst du ihn? Aber vermutlich nicht. Also. Wenn er später wiederkommt und wir uns alle unser Zeug dingsen. Das Zeug besprechen. Richtig. Ja. Ja, aber was erstmal, wir heute erstmal brauche er ja die Information von Lasterberg. Also das wird nicht besprochen, dass wir uns heute Abend da treffen, oder? Eigentlich nicht, nein. Nee, morgen früh. Morgen früh. Achso, morgen früh, ja gut. Ja, morgen früh habe ich Zeit. Morgen früh dann wahrscheinlich wieder im Ulmstab, oder wie macht ihr das? Ja, hätten wir wahrscheinlich so verabredet. Ja. Dann kannst du jetzt in Verkleidung... Wie gesagt, würfel mal, also hast du schon gemacht. Habe ich schon 12 Punkte. Genau, richtig, hatte ich schon gesagt. Dann kannst du jetzt auf Lasterbike treffen. Der in seiner Verkleidung, mit seiner Schminke, kommt er dann in die Taverne hinein und das Erste, was er tut, ist erstmal gleich nach vorne zur Bar gehen, bestellt sich erstmal einen großen Hump Bier, trinkt den auch erstmal halb aus und lässt sich gleich wieder nachschenken. Nickt dann dem einen oder anderen zu und das Erste, was passiert, ist, dass einer von euren Leuten dann auf ihn zugeht und ihm dann eine Schatzkarte verkaufen möchte. Ich würde gucken, was passiert. Er schaut sich die an, nickt und verfällt dann so ein bisschen in eine Unterhaltung mit demjenigen, der da die Schatzkarte verkaufen will. Finnsteinwald. Kommt wohl irgendwie aus Festum, erzählt er ihm. Die Schatzkarte hat er selber gezeichnet, aber da liegt auch wohl ein echter Schatz. Und wenn er dann irgendwo mal da vorbeigucken möchte, dann er selber traut sich nicht mehr, weil er wohl Angst vorm Wasser hat.
obwohl er Schiffsbauer ist und es beginnt eine Geschichte, die nicht enden will. Und trinkt sein Bier, hört ihm zu, nickt und bestellt ihm auch ein Bier, hat wohl gerade gute Laune. Das ist ja schön. Dann wird Ragnar irgendwie so nach einer halben Stunde bis Stunde sehr genervt werden und würde dann sich dann irgendwann mal dazusetzen. Wie siehst du jetzt aus? Ich sehe jetzt aus wie ein burasischer, burasischer Entdecker, der quasi die Lebekünste von Gareth für sich entdeckt hat. Mit angeklebtem Bart, also ganz leicht unter der Oberlippe und nach oben gedreht. So ein Fake-Degen, also quasi einfach nur so der Obersatz von so einem Degen an so einen Fake-Scheide geklebt. Und also mit so Brusthaaren, die man dann noch so quasi sieht, über einem gefakten Seidenhemd rausstechend. Und so einen komischen Schnurrbart, der ja ziemlich seltsam aussieht. Für Ragnars Verhältnis eigentlich, aber ist halt ein horasischer Dingensens. Und dann so eine Perücke, wie man sie aus dem Horasreich kennt. Typische horasische Perücke halt. Ja, gut. Ja, er schaut dich an, nickt dir zu. Hallo, mein Freund. Ah, hallo, mein Freund. Ich hab dich heute Morgen, heute Nachmittag, war das nachmittags? Das war Nachmittag. Ich hab dich heute Nachmittag gesehen, wie du auf dem Tempelhöhe gespielt hast. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich finde, du hast das wirklich sehr schön gespielt. Ja, danke. Komm zum Punkt. Wollen wir uns nach oben verziehen oder willst du das hier besprechen? Ja, lass uns mal lieber nach oben gehen. Ich würde mal den guten Finn ansehen. Erkennt er mich? Also erkenne ich, dass er mich erkennt? Finn? Nee, der hat keine Ahnung. Alles klar. Wie viel wollt ihr für eure Karte haben? Ich guck gerade mal, ob... die Karte, mein Herr. 5 Dukaten. 5 Dukaten. Ja, man gibt ihm 5 Dukaten. Tusche. Also ich gebe ihm 5 Dukaten. Tusche steht an der Treppe. Oh, nein. Ganz wohl erkennen, wie er da wohl gerade steht. Schaut dich an. Legt seinen Kopf ein bisschen schief. Hey, Jungs. Schaut in die Taverne. Ist natürlich später Abend. Der Typ kommt aus den Rosskumpeln. Schnappt ihn euch. Ach, der Junge, ich fuck den ab, Alter. Ja, würfel mal 1W20. Ach, 1W20 nur. Das war bei dem aber ein bisschen weniger. Du hast kein Glück. Ja, 12 Leute, die jetzt gerade in der Taverne sitzen. Wir ziehen einfach mal Lasterbike und Finn ab. Finn selber hat, wie gesagt, keine Ahnung, sind also noch 10 und die stehen jetzt langsam auf und gucken dich an. Rosskuppeln, ja? Meine Herren, das ist ein Missverständnis. Ich bin natürlich für Meilersgrund und Mantikore. Ich bin extra angereist, um die Meilersgrund und Mantikore heute gegen die Rosskuppeler Rotte antreten zu sehen. Du siehst allerdings aus, als ob du Geld hast, Junge. Ich kann euch auch allen ein Bier ausgeben, aber mehr ist nicht drin. Ihr müsst wissen, wir befinden uns hier in der Herberge der gütigen Travia. Geführt von der guten Travina. Ja, ihr wisst, dass die da Gewalt kann jeder, nicht da schätzt. Kann jeder ein Bier ausgeben. Wenn es halt nicht schmeckt, wird es nicht bezahlt. Und weiter? Ja, das heißt, du kannst einfach sagen, Lokalrunde für alle, das Bier hat wohl nicht geschmeckt und dann ist es umsonst. Ich werde natürlich für die gute Travina aufkommen. So. Denn ich bin ein Ehrenmann. Tusche hat gesagt, du willst wohl für die Rosskuppler sein, ja? Nein, ich bin für die Meilersgrund und Mantikore. Ich bin extra aus dem Horasreich angereist, da ich beim letzten Turnier festgestellt habe, dass die Meilersgrund und Mantikore mein bis dato Team, die Kusnika Wintermäntel, in Grund und Boden gestampft haben. Seitdem bin ich ein großer Fan. Ich hoffe einfach, dass die Typen nicht komplette Experten im immeren Spiel sind. Okay. Du willst uns jetzt erzählen, du kommst aus Kurslik. Wo ist denn, richtig. Wo ist denn dein Immernschläger? Ich habe leider keinen. Du hast keinen? Ich wollte mir den auch hier kaufen. Denn wenn ich jetzt einen von den Kusliker Wintermänteln hätte, würde ich mich natürlich als falscher Fan ausdeuten. Es gibt nur die Kusliker Kavaliere.